Nein, sie haben nichts mit den Augen. Wir sind tatsächlich ausnahmsweise mal zu Fuß unterwegs. Boah, das ist ja auch ein Wellness für den Körper, mal nicht im Sattel zu sitzen, oder? Ja, und wir haben keinen Platten, keine Angst. Wir wollen einfach nur mal spazieren gehen. Kurzes Morgen-Sightseeing für uns durch Leck heute. Aber lange erholen wir uns nicht. Wir wollen ja weiter Richtung Waldsbühl. Ohne unsere Räder geht bei der RTL Nord Sommertour eben doch nichts. Und ohne die beiden hier auch nicht. Kameramann Jan und unsere Redakteurin Anna. Nicht nur zuständig für die Bilder, sondern zum Beispiel auch den Transport unseres Gepäcks. Dass wir mittlerweile schon rund 50 Kilometer entlang der deutsch-dänischen Grenze geschafft haben, absolutes Teamwork. Wir alle genießen unseren Norden. Gestern haben wir noch eine zweite Chance bekommen, den von oben zu sehen. Es war viel los und es war hoch. Ihr merkt, es wird immer anstrengender. Und richtig hoch. Einer von uns war nervös. Einer war nervös. Ja, erstmal heißt es gestern Nachmittag in Ladelund Seele baumeln lassen. Ja, aber nicht nur die, im zweitschönsten Naturbad Schleswig-Holsteins. Also reingehen wäre jetzt auch eine Option. Sommer! Ah! Eins? Zwei? Auf gar keinen Fall. Eins, zwei, nein. Ja, bei all dem Spaß, den wir haben, auch das hier gehört zum Norden und zwar seine bewegte Geschichte. Nur wenige Meter vom Naturbad entfernt ist die KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund. Was ist denn hier passiert? Es ist ein Konzentrationslager gewesen, ein Außenlager des großen Konzentrationslagers Neuengamme bei Hamburg. Und zwar wurden 1944 einige Außenlager eingerichtet, weil die Nationalsozialisten gedacht haben, sie müssten noch einen Panzerabwehrgraben an der deutsch-dänischen Grenze haben. Über 2000 Häftlinge werden vor 80 Jahren gezwungen, diesen Graben hier auszuheben. Mit Hacke und Schaufel, unter katastrophalen Bedingungen im Winter 1944. Über 10 Kilometer graben die Männer in nur 6 Wochen. Länger wird das Außenlager Ladelund nämlich gar nicht betrieben. 300 der Gefangenen bezahlen das mit ihrem Leben und liegen hier begraben. Ein Teil des geplanten Panzerabwehrgrabens ist wieder ausgegraben worden. Das ist einfach wirklich der Ort, ja. Was hat die Geschichte eben mit dir gemacht? Gänsehautmomente, dass es so nah überall war. Auch ja. Hier einfach, hier direkt in der bei Gegend, uns. Ne? Genau, direkt vor der Haustür. Ja, ein Ort gegen das Vergessen. Für Versöhnung und Gedenken über die Grenzen Europas hinweg. Genau, für uns ein absolut wichtiger Halt auf der RTL Nord Sommertour. Ja, wir nehmen diese bewegenden Eindrücke mit und fahren weiter. Ja, unsere nächsten Stops sind das komplette Kontrastprogramm. Ja, wenn wir dann ankommen. Aber doch das hier ist Sommertour. Wir haben es eigentlich eilig, aber es werden Videos gemacht, denn da steht ein wildes, ich kann nicht ranzoomen leider, ein Dalmatinerpferd. Guckt mal, ihr Mäuse, das ist ein Dalmatinerpferd. Ja, das ist einfach Priorität. Da kommt sie wieder. Es geht weiter. So, für uns geht es nach Leck. Ja, hier soll es nämlich besonders, jo, auf diesen Wortwitz konnten wir nicht verzichten, lecker sein. Ja, Empfehlung eines RTL Nord-Zuschauers. So ein kleiner Blick aus unserem Hotelzimmer in Leck und wir haben euch ja darum gebeten, uns Tipps zu geben, was sollten wir nicht verpassen auf unserer Sommertour. Und da kam auch der Hinweis auf den Schaschlik-Kalli in Leck. Und jetzt glaubt ihr nicht, worauf ich schaue, wenn ich hier aus meinem Hotelzimmer gucke, auf den Schaschlik-Kalli. Und die Warteschlange davor, eine halbe Stunde vor Öffnung, da müssen wir hin. Entschuldigung, kann man euch mal fragen? Was macht denn den Laden hier so besonders? Das ist ein Kultladen. Schon immer ist man hier hingegangen zum Essen, weil die Qualität stimmt und der Preis stimmt. Die Soße, natürlich ein Geheimrezept und zwar von ihm hier. Chef Christian Paulsen steht selbst hinter dem Tresen und brutzelt für seine Gäste. Er führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Ja, und ihr Rezept für den großen Erfolg in der Region erklärt seine Frau uns so. Mein Schwiegervater macht hinten die Wurst und Fleischwaren komplett selber. Die Soßen werden selber gekocht. Die Salate werden jeden Tag frisch geschnitten. Mittagstisch ist noch so, wie man das von Mama kennt, mit Butter und Sahne und nochmal so mit Liebe gerührt. Kommt ja ein bisschen daher wie eine Kantine. Ob das Essen was kann, das testen wir später. Falls wir diese Challenge meistern, mal gucken, ob Alex dieses Mal dabei ist, nachdem er den Windmühlenaufstieg ausgelassen hat. Wir wollen mit dem Sportflugzeug in die Luft. Wie geht's dir so höhentechnisch? Du bist ja total easy. Man glaubt ja gar nicht, aber in der Tat geht's mir hervorragend. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Höhe ist so hoch, dass es dann wieder kein Problem ist. Wir hatten gestern, waren wir auf dem Windrad und oder wollten, ich habe es nicht gepackt, weil ich echt Höhenangst habe. Aber mit dem Fliegen, das geht irgendwie. Ja, das ist tatsächlich bei vielen so, dass wenn sie dann im Flugzeug sitzen, das ein ganz anderes Gefühl ist, als ob sie irgendwo auf einer Plattform stehen oder so weiter. Die nehmen das dann ganz anders wahr. Dann wollen wir mal erstmal den großen Kollegen verladen. Wahnsinn, wie er das macht. Guck mal, pure Eleganz, 105 Kilo pure Eleganz. Das passt ja 1A. Ich fühle mich gut. Das kann ich nicht unbedingt von mir behaupten. Ich bin noch nie mit so einer Maschine geflogen und bin ja echt nervös. Und Alex ist wirklich keine Hilfe. Sie können auch ein Looping fliegen dann quasi. Nein, ne? Das können wir nicht. Sie wäre auf jeden Fall verzurrt dafür. Vielleicht ganz gut, dass wir noch nichts gegessen haben. Wir sind ready for Takeoff. Wow, wir können einfach nur staunen über die Schönheit dieses Anblicks. Schauen Sie sich das mal an. Ja, und dann geht's leider schon wieder runter. Das war ja butterweich. Ich hab's gar nicht gemerkt. Wow. Darf man klatschen? Ja, genau. Nein, macht man nicht. Was für ein Empfang mit den Rädern wieder ab ins Hotel. Das hier haben wir uns jetzt wirklich verdient. Das Schaschlik und den Kartoffelsalat für mich. Wie du weißt, ich esse ja kein Fleisch, deswegen für mich der Kartoffelsalat. Eigentlich auch schon fast leer. Also ganz gutes Zeichen eigentlich. Ja. Okay, pass auf, wir essen das Schaschlik. So, große Referenzen habe ich nicht, aber wir probieren mal. Es soll nicht so ein kleines sein, aber genau das Richtige für jetzt. Soße kann ich noch ein bisschen probieren. Das ist 10 von 10. Passt. Okay, unsere Zuschauer haben recht. Mega. Guter Tipp. Danke. Wenig später geht nicht nur bei Kallis Schaschlik gegenüber ein langer Tag vorbei. Ja, man mag es kaum glauben, der Tag ist zu Ende und ich bin echt noch ganz aufgewühlt, aber auch echt müde. Also, gute Nacht. Ja, und so geht der gestrige Tag zu Ende. Jetzt aber zurück zu heute. Den Schlaf, den können wir heute nämlich wirklich gut gebrauchen, denn nach der kurzen Entspannung am Morgen machen wir heute vor allem eins. Und das ist Strecke. Wir radeln den letzten 2 Tagen unserer RTL Nordsommertour entgegen und haben noch lange nicht genug. Zum Glück bleiben wir bis zum späten Nachmittag heute vom Regen verschont. Ja, unser Ziel am Freitag ist dann das östliche Ende der deutsch-dänischen Grenze. So, und jetzt wollen wir von Ihnen noch wissen, was müssen wir eigentlich auf unserem Weg Richtung Flensburg noch unbedingt alles sehen? Wir freuen uns auf Ihre Tipps. Schreiben Sie uns auf Social Media. Danke! Und dann sehen wir uns. Tschüss! Ja, noch mehr Videos von Susi trifft findest du hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lass einfach ein Abo da und verpass auch keine Folge mehr.